Schwere Vorwürfe gibt es gegen ÖBB-Aufsichtsratschef Horst Pöchacker. Beim einstigen Porr-Chef gab es Hausdurchsuchungen wegen Verdachts auf Schmiergeldzahlungen des Baukonzerns Porr an die ÖBB in Zusammenhang mit dem Bau des Linzer Terminal Towers. Im ORF-Morgenjournal hat die grüne Abgeordnete Gabriele Moser deshalb nun gefordert, Pöchacker solle freigestellt werden. Das zuständige Verkehrsministerium will zu den Vorwürfen gegen den ÖBB-Aufsichtsratschef nichts sagen.